Verehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrter Herr Staatsminister, ich schließe mich natürlich sehr gerne und mit vollem Herzen der Gratulation an die TU München an für dieses ausgezeichnete Ergebnis, das Sie heute vorgelegt haben. Nur, Herr Staatsminister, sie ist nicht Nummer eins in Europa, sondern in der EU. Also Oxford und Cambridge und die ETH Zürich haben wir noch nicht gepackt. Das wäre noch ein Ziel, aber trotzdem ist es natürlich ein höchst respektables Ergebnis. Nummer eins. Nummer zwei. Was immer das Anmahnen und die Diskussion über die Energie entspricht. Herr Staatsminister, Sie sind auf dem besten Wege, mit Ihrer Jammerei nach Berlin den Ministerpräsidenten in der Richtung zu überholen. Das ist ein. Können Sie einmal sagen, ja, wir wollen etwas gemeinsam lösen? Sie sitzen doch in den entsprechenden Ausschüssen gemeinsam im Bund, um gemeinsam etwas zu lösen. Ansonsten, lieber Markus, dann können wir es eigentlich lassen mit Föderalismus. Dann geben wir unsere Hochschulen nach Berlin, wenn alles in Berlin dafür verantwortlich ist. Das kann nicht der Weg sein. Verehrte Damen und Herren, kurz oder ausführlicher, so viel mir die Zeit bleibt, zum Gesetzentwurf zur Änderung des Universitätsklinikgesetzes. Ganz grundsätzlich gehen wir in vielen, vielen Punkten mit. Es ist gut, dass die Umsatzsteuerproblematik angegangen wird, denn die persönliche Verantwortung der Verantwortlichen in diesem Bereich wäre sonst unüberschaubar gewesen. Und natürlich beim Artikel 27 Umgang mit den Daten, auch da gehen wir mit. Ich glaube, das könnte ein gangbarer Kompromiss sein. Und schließlich und endlich auch die neuen Möglichkeiten der Zusammensetzung des Klinikumsvorstandes ist wichtig. Wir brauchen die verschiedensten Kompetenzen hier. Und es ist schön zu sehen, dass wir natürlich auch im Universitätsklinikergesetz auch Regelungen, die wir längst vorgeschlagen hatten, auch beim Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz, dass wir das auch hier wiederfinden, was die Bauherreneigenschaft betrifft, beziehungsweise die Anhebung auf 10 Millionen, gebe ich schon jetzt zu bedenken, dass durch die Inflation und durch die massiven Baumaßnahmen, die wir ja durchführen müssen, dass die Gelder sicher nicht ausreichen. Da würden wir uns einen wesentlich höheren Rahmen für die Universitätskliniker auch wünschen. Und mir wäre es lieber, die Vorgaben und Einschränkungen, die das Gesetz so weiter mit sich bringt, zu streichen. Die haben doch alle bewiesen, dass sie können, dass sie für den Freistaat denken, also etwas mehr Mut, Offenheit, da kommen wir besser voran. Die Unikliniker sind mehr als kompetent in dem, was sie tun, und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man das in der Autonomie auch wieder sieht. Wir werden das auch im Gesetzentwurf oder im Ausschuss dann entsprechend einbringen. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen es sehr, dass die Staatsregierung unseren Forderungen nach einer Steigerung des Wissens- und Technologietransfers auch im Bereich der Uniklinika langsam, gemächlich nachkommt. Die Uniklinika sollen einfacher mit Wirtschaft, Gesellschaft und beruflicher Praxis zusammenwirken und Wissens- und Technologietransfer betreiben können. Einschließlich Unternehmensgründungen legen wir hier von der FDP-Fraktion größten Wert darauf. So wichtig es ist, verehrte Damen und Herren, die wissenschaftliche Erkenntnis in der Krankenversorgung zu bringen, so sehr werden viele Chancen vergeben, wenn das Bestreben nach Transfer nicht zusätzlich durch entsprechende Spin-off-Zentren sowie durch genügend Venture-Kapital gestützt wird. Wir werden das im Ausschuss intensiv diskutieren und freuen uns darauf, aber von der Grundrichtung, glaube ich, gibt es eine gute Chance, zum gemeinsamen Nenner zu finden. Vielen Dank. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst als federführenden Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch?